Hallo meine kleinen Minecrafter und herzlich willkommen zu unserem ersten Minigame. Es ist ein Survival Game und das Video ist, weil ich schon wieder getaggt wurde. Wir sehen uns gleich in Game. Watch me rain, and okay Leute, 10 Sekunden bis es anfängt und der Typ da hinten hat schon gesagt, ob wir Freunde sein wollen. Ich weiß nicht, ob wir ihm vertrauen können. Ich habe gesagt, wenn er will. Aber ich laufe jetzt sofort, weil... Okay, I'm right behind you. Er läuft auch in unsere Richtung. Okay. Grund dieses Videos, ich wurde getaggt und Facecam natürlich, damit ihr alles sehen könnt, ne? Wie ich verkacke und gerade hat es ein bisschen gehakt. Entschuldigung, ich habe ein bisschen viele Sachen gerade nebenbei auf. Und ich wurde getaggt von wen? Vanessa. Könnt ihr wissen, wer das ist? Könnt ihr nicht wissen? Ist in der Beschreibung, falls ihr es nicht wisst. Einfach mal vorbeigucken. Abonnieren, wenn ihr wollt. Sie macht auch Minecraft-Videos. Ist ziemlich ruhige Person. Ist ein Mädchen, wie der Name Vanessa schon sagt. Wäre auch komisch. Ein Junge, der Vanessa heißt. Würde mich auf jeden Fall ein bisschen überraschen. Aber naja, ich habe schon alles gesehen. Mädchen, die Mohammed heißen. Nee, warte, nee. Das war nur ein Typ mit langen Haaren. Das zählt nicht. Okay. Zurück zum Thema. Ich ziehe mir erstmal meine Schuhe an und das ist eine ziemlich kleine Map, fällt mir gerade auf. Da hinten ist ein Typ, ich weiß jetzt nicht, ob das unser Freund ist oder nicht. Weiß nicht, ich ziehe mir mal meine Hose an. Da hinten ist einer. Okay, ich gehe in diese Richtung. Okay, ich habe ein paar Fragen, die ich beantworte. Das haben wir schon, oder? Ja, okay, ich habe ein paar Fragen. Wow. Hab mich erschrocken. Okay. Okay. Wow. Hab's kapiert. Okay. Ziemliches Dönerwetter hier gerade. Okay, okay. Ich hab's ein bisschen zu laut gestellt in meine Ohren. Kann nicht aufmachen. Warum nicht? Alter, hör auf mit dem Blitzen. Das stört voll. Hört auf. Hört auf. Warum werde ich von Blitzen getroffen? Warum? Okay. Ist es vorbei? Kann ich jetzt meine erste Frage beantworten? Okay, dann kommen wir zur ersten Frage. Erste Frage, was findest du das Beste am Let's Playen? Abgesehen davon, dass ich zocken kann und so viel Scheiße labern ohne Ende. Ich finde wirklich, es sind die Kommentare, weil ohne Kommentare würde sich das, glaube ich, es würde sich lohnen, weil es Spaß macht zu Let's Playen. Aber es würde nicht so viel Spaß machen, Let's Playen, wenn die Leute keine Kommentare schreiben würden. Deswegen würde ich sagen, abgesehen von zocken, machen die Kommentare am meisten Spaß. Da ist eine Kiste, die ich übersehen habe. Die mache ich natürlich auf. Ist ja cool. Okay, Frage Nummer 2. Und ich muss eben nebenbei lesen. Wie lange mache ich schon Let's Plays? Ich muss jetzt gucken. Juni, Juli habe ich mein erstes Let's Play veröffentlicht. Aber es war nicht auf diesem Kanal. Nein, und ich werde auch nicht sagen, welcher Kanal. Es war ein altes Kanal. Es war auf Portugiesisch. Und es ist ziemlich peinlich, weil... Da hatte ich noch ein altes Mikro, ein ziemlich schlechtes Mikro und die Qualität und alles hat geleckt und ich war einer von diesen YouTubern, wo man denkt, du nennst dich YouTuber, geh dich mal erhängen oder so, wie die meisten immer sofort denken. Naja, auf diesem Kanal mache ich seit, was kommt zuerst, seit dem 9. September, oder? Januar, Februar, März, April, Jahresblatt, niemals stehen. Mai, Juli, Juli, August, September. Okay, September. Seit dem 19. Ich glaube, den 16.09. mache ich das. Let's Plays auf diesen Kanal. Da haben wir einen Bogen. Und wir laufen hier ziemlich herum. Weit herum. Okay, bevor gleich die Zeit vorbei ist. Frage Nummer 3. Lieblings-Let's Player. Jetzt kann ich euch mehrere nennen. Natürlich, wie die meisten von euch jetzt sagen würden, Gronkh. Ja, auch Gronkh. Aber dazu kommt für mich noch Ungespielt, Dena, Paddle. Das sind für mich einfach die besten YouTuber, die es gerade im Moment gibt. Also Deutschen. Ich könnte auch natürlich jetzt sagen, hier, PewDiePie und sowas. Aber PewDiePie ist Engländer und ich weiß jetzt nicht, ob der dazu zählt. Mann. Ist der laut beim Fressen, Alter.
Sollte man mit Mund zufressen. Apropos, jetzt habe ich. Nee, keine Full Diamond. Doch, doch. Nicht Diamond, Gold. Okay, jetzt habe ich eine volle Goldrüstung. Nächste Frage. Schaust du auch Let's Plays oder machst du nur welche? Natürlich schaue ich euch welche. Sonst würde die vorherige Frage jetzt gar keinen Sinn machen. Aber meine Lieblings-YouTuber sind der und der und der. Die machen coole Let's Plays, aber ich gucke keine Let's Plays. Deswegen habe ich keine Ahnung, was ich rede. Ich rede wieder Unsinn, natürlich, wie immer. Ihr kennt mich doch, Maisie, ne? Ja, natürlich gucke ich Let's Plays. Frage Nummer 5. Lieblingsmelodie vom Spiel. Ich werde verfolgt. Stirb. Du solltest sterben, nicht ich! Okay. Respawn. Okay, dann. Ich gehe mal in die nächste Runde rein und dann. Da, ich sag euch jetzt schon mal die Antwort zu Frage 5. Frage 5 war Lieblingsmelodie vom Spiel. Und das ist natürlich die von. Bestimmt, also die ist jetzt die einzige, die mir gerade einfällt, die mir richtig sehr viel gefällt. Das ist die von Assassin's Creed. Da, wo der singt so. Hi, und ich habe eine wundervolle Stimme. Ich könnte die Melodie jetzt natürlich einblenden, mache ich aber nicht wegen Copyrights und so. Und deswegen ist alles unten in der Beschreibung ein Link zu der Melodie. Und dann sehen wir uns im nächsten Gameplay. So Leute, wieder zurück. Neu anfangen, neu starten und so. 50 Sekunden, damit wir anfangen. Und ich ignoriere mal, was die anderen jetzt sagen, ob wir Team sein wollen oder so. Ich fange mal sofort mit der nächsten Frage an, bevor wir gleich wieder sterben und dann wieder spielen muss. Das sind ja Ender Chests. Okay, ganz nice. Ich fange mit der Frage an, natürlich. Frage Nummer 6. Was finde ich am Internet scheiße? Das steht schlecht. Entschuldigung. Kommt aufs Gleiche bei raus. Da gibt es mehrere Sachen. Erstmal eins, das alle scheiße finden. Alle von euch wahrscheinlich. Ihr kennt das sicher. Wenn ihr etwas downloaden wollt, etwas Bestimmtes, und dann sind da mindestens 4 oder 5 Download-Links. Oh, 8 Sekunden. Download-Links, und ihr wisst nicht, welcher der richtige ist, und natürlich klickt ihr dann auf den falschen. Das finde ich scheiße. Nur damit jemand dann Klicks, irgendwelche Klicks kriegt, damit er dann Geld hat. Okay, das mit dem Geld. Ja, wenn er arm ist, dann gönne ich ihm das. Aber irgendwelche reiche Leute machen das meistens immer. Was ist hier reich? Irgendwie, die Kohle haben, die ziehen uns dann Kohle ab. Und keine Ahnung, obwohl da ziehen wir uns keine Kohle ab. Keine Ahnung, auf jeden Fall stört mich das. Und noch schlimmer als das finde ich eigentlich fast nur. Wie soll ich das jetzt sagen? Man könnte sie Hater bezeichnen, aber es sind einfach Menschen. Ich finde die Menschen einfach scheiße. Die Schuhe will ich nicht, ich will die Schuhe. Die Menschen finde ich am Internet scheiße. Genau. Warum Menschen? Nicht alle Menschen allgemein, sondern einfach, das sind die Leute, wo ihr denkt, hier, ihr macht, die kommen einfach extra, um euch zu nerven, also sozusagen. Ja, man könnte sie wirklich als Hater bezeichnen. Das sind einfach die kommen an, wenn ihr ein Video oder so zum Beispiel habt. Den killen wir. Stirb. Nein. Natürlich, nein. Nicht schon wieder, ich darf nicht sterben. Achso. Ich bin der beste Spieler auf der ganzen weiten Welt. Ich bin wirklich der beste Spieler auf der ganzen weiten Welt. Okay, ich beantworte die Frage und danach ins nächste Gameplay. Es sind diese Leute, die ankommen und die meinen, sie sind etwas Besseres, und die drücken einfach nur das Dislike, weil die, also jetzt Sofito zum Beispiel, weil die einfach, keine Ahnung, die mögen dich aus irgendeinem Grund nicht und deswegen müssen die einfach haten. Also, es gefällt mir nicht, dass die haten, also nicht Hater an sich finde ich scheiße, die sind natürlich alle scheiße, aber was ich scheiße finde, ist einfach die Mentalität dieser Person an sich. Deswegen, nächste Frage, nächstes Gameplay. So Leute, jetzt eine andere Map. Schon wieder, hoffentlich sterben wir diesmal nicht so schnell. 60 Sekunden, bis es anfängt, und ich komme sofort mit der nächsten Frage. Die nächste Frage ist nämlich, hat dein echter Name was mit deinem YouTube-Namen zu tun? Ja, abgesehen davon, dass da ein M drin ist, wie von Michael, weil ich Michael heiße. Nein, eigentlich nicht. Gaming ist halt vom Spielen her, vom Spielen, Gaming, vom Englischen. Da hinten holt sich einer runter. Hat halt, also Gaming hat halt was vom Spiel zu tun. Wenn ich weiß, was das ist, dann schätze ich, geh mal Englisch lernen.
Maisie soll bedeuten halt May von Mai. Also ich bin im Mai geboren. Und ich wollte da kein I reinpacken, weil ja ein I da drin bescheuert aussah. Mai. Nee, ein Y ist da viel besser drin. Und das Z, was von Mai natürlich abhängig ist, bedeutet eigentlich, dass ich Zwilling bin. Also ich bin im Mai geboren, bin Zwilling von Sternzeichen. Und das soll eigentlich bedeuten Gaming Mai Zwilling. Also spielender Mai Zwilling. Und hier ist eine Kiste, die werde ich sofort nehmen. Hui, hui. Alter, ich drück doch. Nein, ich drück die ganze Zeit aufs. Wow. Ich drück die ganze Zeit auf Caps Lock anstatt aufs Dings. Oh, am besten gehe ich hier hoch. Da oben ist dann immer ein bisschen sicherer. Diese Map habe ich nämlich schon einmal gespielt. Und da oben sind eh Kisten. Nächste Frage. Werde ich verfolgt? Nein. Das war die nächste Frage. Werde ich verfolgt? Die Antwort war nein. Nein, die nächste Frage lautet. Meine Meinung zu Google Plus und Bob dem Panzerfahrer. Google Plus natürlich finde ich natürlich scheiße, dass man da einfach mit verbunden sein will, wenn du auf YouTube irgendwelche Kommentare und so schreiben musst. Das ist einfach scheiße, aber Google Plus will sich in sowas ähnliches wie Facebook weiter ausbreiten, was die nie schaffen werden, weil Facebook ist von jedem Teenager geliebt und selbst von meiner Mutter. Ja. Naja. Und Google Plus ist halt etwas, das von jedem gehasst wird, sozusagen. Ja, und meine Meinung zu Bob der Baumeister, Bob der Panzerfahrer, naja, da gibt's keine Meinung, der wurde geschlagen. Ich fand das eigentlich eine witzige Idee, das war meine Meinung, ich fand ihn ganz witzig, hat nichts gebracht, aber es war immer eine witzige Idee, das so zu sehen, dass die Leute so gegen Google Plus kämpfen wollten. Hat nichts gebracht, habt ihr alle gesehen, aber es war mal eine witzige Idee. Nächste Frage. Und die letzte Frage, Frage Nummer 9, wow. Wie ist mein aktuelles Bildschirm im Hintergrund? Naja, dazu muss ich sagen, das ist gerade nicht mein Computer, den ich gerade benutze. Aber ich habe endlich die Nachricht bekommen, dass mein Computer endlich wieder repariert ist. War doch letztens noch eine Kiste drin. Oder war das da vorne? Nee. Oh, da ist einer. Verstecken. Scheiße. Okay, da hat mein Name auch bestimmt schon gesehen. Verdammt. Kann man kaputt machen? Hi. Oh, scheiße. Und wir sind tot. Naja, mein Computer ist endlich repariert. Und deswegen werde ich auch in nächster Zeit auch wahrscheinlich mit meinem Computer endlich aufnehmen können. Aber wie das Bildschirm von diesem Computer gerade aussieht, wollt ihr eigentlich erst gar nicht sehen. Es ist alles überfüllt. Ich habe es mal versucht zu sortieren, aber es hat nicht geklappt. Ich glaube, danach ist alles nur noch schlimmer gegangen und es ist alles voll. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt meinen Computer nicht kriegen würde, da sind Möwen, wenn ich meinen Computer nicht kriegen würde jetzt in nächster Zeit, dann würde der PC in einem Monat wahrscheinlich auch kaputt gehen. Der ist einfach überfüllt mit alles, voll mit Spielen und Aufnahmen und Sachen, die ich rendern muss, Sachen, die ich gerendert habe, Bilder, irgendwelche, alles mögliche. Ich kann das mal einblenden, aber du ganz kurz. Okay. Und so, das war alles natürlich extra, das war geplant, dass ich jetzt runterspiele, weil alle Fragen beantwortet sind. So, normalerweise, wenn jetzt die Regeln, ich müsste das jetzt. Normalerweise wären die Regeln jetzt, ich müsste die Fragen oder andere Fragen dann an den nächsten YouTuber schicken. Aber ich will euch nicht so viel stören. Ich will jetzt nicht einfach danach suchen, nach jemand, der darauf Lust hat. Wenn ihr darauf Lust habt, so ein Getag-Video zu machen mit den gleichen Fragen oder so, dann guckt einfach das Video und fühlt euch selbst von mir getaggt. Da ist einer, den verfolgen wir jetzt natürlich. Chantal? Klental. Ich hoffe, du bist ein junger Klental. Du hast auch natürlich ein Skin mit. Ich habe nichts gesagt. Okay, Leute, das war's. Wer so ein Getaggt-Video machen will, der fühlt sich halt von mir jetzt getaggt. Die ganze Musik im Hintergrund macht alles viel geiler. In der Beschreibung unten ist der Kanal zu die mich getaggt hat, Vanessa A. Das A ist abhängig.
Sie ist ein Mädchen, wie ich schon erwähnt hatte, kein Junge mit dem Namen Vanessa. Das wäre ein bisschen komisch. Meine Ex-Freundin heißt Vanessa, von der will ich nicht sprechen. Die ist einfach nur gruselig. Boah. Mit nassen Haaren sah sie einfach aus wie die von The Ring, wisst ihr? Wollt ihr nicht wissen. Ja, fühlt euch getaggt. Guckt bei ihr in der Beschreibung drin. Guckt bei mir in der Beschreibung drin, weil da ist ihr Kanal, das meinte ich ja. Die Melodie, die ich, meine Lieblingsmelodie vom Spielen, von Assassin's Creed, die ist auch unten in der Beschreibung. Und naja, liken, abonnieren, kommentieren, alles kann passieren. Wann bin ich gut in Reim? Ich sollte einen Rap machen. Okay, ciao Leute, bis zum nächsten Mal und High Five!